Gerade sind wir in Wader angekommen. Kuckuck. Jetzt fliege. Gerade sind wir in Wader angekommen und sitzen schon auf der Liebesbank. Hier ist ein wunderschöner Park, der echt super idyllisch ist. Natürlich wieder ein paar Geocaches, die wir hier jetzt suchen werden. Und ja, wir werden wahrscheinlich heute, vielleicht auch noch morgen, mal schauen, die Gegend hier so ein bisschen unsicher machen und erkunden. Genau. Heute Abend wollen wir noch ein bisschen in die Stadt gehen und uns da mal umschauen. Gehe ich von aus, ja, wenn wir es schaffen. Denn nämlich, was wir noch dazu sagen müssen, denn hier findet nämlich gerade ein schönes Ereignis statt oder ein spannendes Ereignis für uns. Genau, morgen ist der Feiertag Sankt Hans und heute ist das Fest Sankt Hans Often. Das heißt, es ist der Abend vorm Sankt Hans und da wird in ganz Dänemark werden Feuer angezündet, sich gemeinschaftlich getroffen, Stockbrot gegessen. Auf dem Feuer ist symbolisch eine Hexe, die quasi verbrannt wird für das Böse, was man hinter sich lassen möchte. Ja. Also, wir sind ganz so gespannt. Kommt doch einfach mit und schaut selber, was passiert. Ist nicht immer so leicht, wenn man einen Geocache sucht. Aufgefallen ist, dass wir in letzter Zeit sehr oft über Labcache sprechen, was daran liegt, dass wir eben auch sehr oft welche machen hier in Dänemark, haben wir gedacht, wir erklären euch einfach mal, was das überhaupt ist. Ja, also es gibt einen großen Unterschied bei einem Labcache zu einem regulären Geocache, denn bei einem Labcache läuft alles virtuell. Bei einem normalen Geocache ist es ja so, man hat Koordinaten, dort geht man hin. Bei einem traditionellen Cache, sprich wo nur eine Station ist, findet man vor Ort direkt das Logbuch, wo man sich einstempelt oder einschreibt und geht wieder seiner Wege. Bei einem Multicache ist es so, man hat mehrere Stationen, bis man zum Schluss zu dem Logbuch kommt und so weiter und so fort. Und beim Labcache ist es halt wirklich so, dass es kein Logbuch gibt. Sprich, es ist wirklich alles virtuell. Die Punkte führen einen im besten Fall durch schöne Städte beispielsweise zu Sehenswürdigkeiten, alten Kirchen, Statuen, schöne Parks, wie jetzt hier auch. Und dort muss man dann Fragen beantworten. In der App, es gibt eine andere App bei Labcaches, die man dafür nutzen kann. Und wenn man zum Schluss alle Fragen richtig beantwortet hat beim Labcache, dann darf man es loggen online.
Ja. Genau. Das Schönste an den Labcache ist einfach, dass es wirklich wie so eine virtuelle Stadtrundführung ist. Ne? Also die Leute, die die erstellen, denken sich halt auch was bei. Dann sind da auch ganz oft irgendwelche Themen, zum Beispiel die Künstler der Stadt oder letztens hatten wir die Freiheitskämpfer. Ja. Oder einfach nur ein allgemeiner Cache über die Stadt mit den besten Sehenswürdigkeiten. Und zu jeder Station stehen dann eben auch noch zusätzlich Informationen über das Gebäude, über die Person, was auch immer, so dass man da auch wirklich was erfährt über die Stadt, über die Person, über die Gegend, über den Park, was auch immer. Also es ist eine richtig coole Idee, gerade wenn man wie wir auf Reisen ist, um ja die Welt zu erkunden. Für uns Musical-Begeisterte hielt der Tag noch eine ganz tolle Überraschung bereit. Ja, krass. Im Hintergrund hier hört man es noch. Sind wir hier mal ganz spontan bei der Probe von Jesus Christ Superstar in Dänemark reingeplatzt. Nachdem wir die Proben ein wenig genossen haben, wollten wir dann doch noch ein bisschen weiterziehen und die Stadt erkunden. Also ging es los in Richtung Innenstadt. Wir sind jetzt hier fast fertig mit unserem Rundgang durch und um Varde. Also wir sind positiv wirklich sehr von dieser Stadt überrascht. Ist echt schön mit der Parkanlage, da gibt es wieder Shelter ganz viel. Und auch in der Stadt gibt es viel zu entdecken. Ja, es ist nicht ganz so historisch, wie wir uns das gedacht haben, weil es ist doch eine recht alte Stadt. Also Varde wurde schon zur Bronzezeit gegründet. Allerdings ist es auch überhaupt nicht schlimm, weil jetzt hier wirklich, wie Stefan schon sagt, an jeder Ecke irgendwas zu entdecken ist. Sei es kleine Musikstationen, wo man sich einfach mal austoben kann. Ein kleines Spiegelkabinett und das alles wird einfach nicht langweilig. Es ist richtig, richtig schön. Ja, also man kann sich hier wirklich nochmal schön austoben, nochmal in die Kinderzeit zurückversetzen lassen. Einfach Spaß haben und genießen. Wenn man dann noch das Glück hat, wie wir, in so eine Probe von einem Musical reinzuplatzen, ja. Ist natürlich das on top an so einem Tag. War natürlich das kleine Highlight, genau. Nicht weit von Varde liegt ein kleiner Hof. Hier bieten zwei super nette Menschen Schlafplätze für Wohnmobilisten an. Für 14 Euro die Nacht könnt ihr hier super stehen. Strom und Fernentsorgung ist inklusive. Duschen könnt ihr hier auch. Es gibt sogar eine Waschmaschine, für die man pro Waschgang ca. 2 Euro zahlt. Also, hier kann man es sich richtig gut gehen lassen. Für uns ging es am nächsten Tag nochmal nach Varde, denn wir hatten noch was ganz Tolles vor. Hier in Varde kann man nicht nur super die Stadt besichtigen oder im Park spazieren gehen, sondern es gibt auch mindestens 2 Stellen, in denen man super mit dem Kajak losfahren kann und den Fluss erkunden kann. Diese Gelegenheit haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen, also hieß es, ran, die Dori ausgepackt, so haben wir nämlich unser Boot getauft und ab ins Wasser mit uns. Und ja, was sollen wir sagen, es ist wirklich herrlich, hier an den Kuhweiden vorbei zu paddeln, an dem schönen Park, in dem wir schon waren. Einfach traumhaft und super idyllisch. Ja,
Also wir genießen das noch ein bisschen. Wir sind gerade mit der Strömung unterwegs. Also es ist noch viel entspannter sozusagen. Und das ist so schön ruhig. Ich musste nämlich jetzt filmen, damit es so aussieht, als würde Stefan paddeln und nicht ich. Sonst ist das immer andersrum. Stimmt gar nicht. Aber von da vorne sieht man einfach mehr das Boot. Wenn ich das hier hinten hinhalte, dann sieht man das nicht so gut. Das hätte ich jetzt auch hier. Ein schöner Baum. Allmählich ging es zurück zu unserem Spirit, denn wir wollten natürlich weiterfahren. Das nächste Abenteuer wartete ja schließlich schon. Wenn ihr wissen wollt, was wir als nächstes erlebt haben, dann abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da.